Ja, moin, kurzes Solduri TV aus dem Clubraum. Mit Handykamera gefilmt. Es ist Donnerstag, 31.03. Wir wollen heute den dritten Umbautag des Clubraums starten. Und ja, schauen wir mal, was so kommt, was so geht. Ich zeige euch mal ein bisschen den Clubraum, wie weit wir gekommen sind, was wir bisher gemacht haben. Im Hintergrund seht ihr schon, dass an der Elektrik kräftig gearbeitet wird. Warhamster ist da sehr aktiv und wird am Wochenende viel weitermachen daran. Ja, ich zeige euch das mal kurz. So, von innen an der Tür. Was haben wir gerade? Hier Gerold, sprich Kalindor, hat die ersten Einbauten an der Tür vorgenommen. Das ist im Prinzip nachher die Steuerung für die RFID-Eintritts-Zutrittsanlage. Müssen noch ein paar Arbeiten gemacht werden. Wir warten auch noch auf Bauteile, weil ich zeige euch das mal. Was hauptsächlich fehlt, ist der Zylinder für hier. Den werden wir wahrscheinlich nachrüsten müssen. Wir hoffen, dass der bis zum 1.5. zur Verfügung steht. Aber wir warten dann noch auf das richtige Bauteil, weil die teilweise nicht verfügbar sind. Also das Set, was es gibt, kann nur 50 Schlüssel vertragen. Wir brauchen deutlich mehr wie 50. Und das ist erst angekündigt und kommt jetzt die Tage erst raus. So, ja, wie gesagt, Elektrik ist gerade dabei. Wir werden diese Leuchtkästen wieder in Betrieb nehmen. Ihr seht, einer funktioniert auch schon. Die restlichen Lampen müssten heute ankommen. Im hinteren Bereich haben wir angefangen, die Wände zu stellen. Die beiden breiteren Löcher, die ihr hier seht, einmal da und einmal da, das werden nachher die Türen. Das heißt, es wird ein schmaler Steg geben. Und dort, wo die Schienen ungefähr liegen, also in der Mitte von diesem mittleren Teil, da wird nachher die Wand sitzen. Wir haben hinten angefangen, eine Stahltür zu verkleiden. Im zweiten Bauschritt wird irgendwann aber auch die ganze Wand noch verkleidet. Das ist jetzt nur erstmal dieses Stück, weil wir einfach den Anschluss brauchen, um unsere Wand vernünftig an die Wand zu kriegen, weil wir direkt in der Tür ran loskommen. So, ja, ein kleiner Rundblick. Hier sind die ersten Platten an der Wand. Was wir machen, es kommt hier nicht nur eine Plattenstärke rauf, sondern noch die zweite Platte oben drauf. Das heißt, wir haben nachher 2,5 cm Gipskarton auf der Wand, ein 10 cm Ständerwerk. Hier kommen auch zwei Platten übereinander, also nochmal 2,5, sodass die Wand insgesamt 15 cm Dicke nachher hat. In die Mitte hier rein kommt schöne dicke 80er Geräuschdämmung, sodass wir da eigentlich ganz gut mit klarkommen müssen. Ich gehe jetzt mal in den hinteren Bereich. Hier kommen nachher die Spieltische für Brettspiel und so weiter. Hier werden wir wohl auch im Großen und Ganzen unsere Mitgliederversammlung abhalten. An die Wand, an der jetzt gerade der Rest von dieser Tür, die verschlossen war, lehnt, kommt nachher ja so eine Art Fernsehstudio hin. Im Prinzip nichts mehr wie ein Billigregal und Fernseher kommt dann nachher an die Wand. Hier ist nachher Platz für jede Menge Schlüsselmeisterschränke. Kommen wir hier in den Bereich, der nachher mit der Bar versehen werden soll. Wie gesagt, stellt euch das nicht vor wie in einer Kneipe oder was, sondern das ist im Prinzip ein rollbarer Tresen nachher. So, wir haben hier die Tür geöffnet. Das haben die Jungs gestern gemacht, am gestrigen Tag. Dieser Rahmen sah total daneben aus. Der war also ziemlich fertig. Da werden wir neue Leisten drauf machen, sodass wir diese Löcher wieder verschließen und dann ein sauberer Abschluss ist. Aber man kann jetzt halt direkt bis in die Küche durchgehen. So, in der Küche hat sich auch eine Menge getan. Ich mache mal Licht an hier. Klick. So. Wir haben die Küchenmöbel, die wir von Thorsten, sprich Lord Argon, gespendet gekriegt haben, die bei seiner Küche über waren. Oder prinzipiell hat die sein Vermieter gespendet. Vielen Dank nochmal dafür. Haben wir hier eingebaut.
Hier ist Platz vorgesehen für den Kühlschrank, der hier nachher reinkommt. Hier kommt nachher so ein kleines Billigregal noch neben. Und auf dieser Seite hängt auch der dritte Hängeschrank. Der ist ein bisschen höher wie die anderen, deswegen haben wir den auf die andere Seite gehängt. Und hier kommt noch eine Arbeitsplatte hin, wo wir dann da unter die Getränkekisten und so ein bisschen verschwinden lassen können. So, ja, das im Großen und Ganzen. Hier sieht der Rahmen gar nicht so schlecht aus. Den können wir also restaurieren quasi. In der Werkstatt hat sich noch nicht so viel getan. Seitdem wir gestrichen haben, sind eben halt, klick, klick, oh, Flashbang. So, die Wände gestrichen worden. Hier kommt die Arbeitsplatte, die habe ich auch schon im Auto. Die müssen wir noch anbauen. Da kommt hier eine Arbeitsplatte bis ungefähr hier hin. Und hier können wir dann werkeln, machen und tun. Ja, im Lager hat sich noch nichts getan. Ne? Außer, dass es jetzt wieder ein bisschen leerer geworden ist. Im Moment liegt da so alle möglichen Arbeitsmaterialien. Und das war's im Großen und Ganzen. So, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt, wie der Stand gerade ist. Wir wollen das Ganze, den Rohbau, möchte ich gerne bis zum Sonntag abgeschlossen haben, sodass wir dann Montag tapezieren können. Und dann wird ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag, Sonntag wird dann gemalt. Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und besucht uns mal im neuen Clubraum ab 21.05. Neue Adresse findet ihr alles auf der Webseite. Vielen Dank.